Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Ja, mittlerweile mehrfach entehrt worden, ne? Doppelt sozusagen. Weil, ja, ne, das erste Mal hinlänglich bekannt. Kaiserin getötet, wir waren es nicht. Und jetzt, Wörtregent getötet, Sündenbock. Alles in allem eine Scheißsituation. So. Wir müssen meine Ausrüstung holen. Wie gesagt, ich habe es beim letzten Mal schon angekündigt, wir werden uns jetzt nicht mehr unbedingt strikt an sowas halten wie komplette Nicht-Tödlichkeit. Werden wir mal gucken, wie sich das so ausgeht. Irgendwas wird schon bei rumkommen. Das ist mir die wichtigste Frage. Wie kommen wir hier weiter? Wohin kommen wir hier überhaupt? Ich mich jetzt ungern in die Brühe stürzen. Das sieht auf vielen Ebenen nicht appetitlich aus. Na, Corvo muss sich ja in die Brühe stürzen, nicht ich. Quasi nichts mit zu tun. Speiviecher da wieder. Ach nee. Sehr hübsche Aussicht. Aber hübsch aussehen tut die ganze Kacke hier natürlich schon. Du sollst nicht den. Guckst du, ne? Das ist auch so eine Krankheit von solchen Spielen, ne? Er nimmt halt immer den letzten Quicksave. Warum nicht den letzten Save einfach? Fertig. Wahrscheinlich nie individuell genug. Flop. Und. Okay, also. Alles andere als appetitlich war. Dürfen die Fische anders sehen. Ich glaube, die finden mich sehr appetitlich. Jetzt habe ich schon mal Armbrustbolzen, jetzt brauche ich nur noch eine Armbrust. Das Spiel hat auch Humor. Jetzt habe ich Kugeln, aber keine Pistole. Also gute Pistole habe ich, aber. Das ist ja hervorragend alles. Ja, ich muss doch von meiner Ausrüstung wieder kriegen können, das ist doch. Ist ja sonst nix.
Ja, wir werden da jetzt die alte Grundstrategie tarnen, täuschen und verpissen an. Diese Pflanzen, die sind ja jetzt übelst nervig. Guck mal, das ist ein Gemälde. Ja, komm, noch nie auf die Gemälde gespielt, ne? Aber. Ah, ist ein Weiner, ist ein Weiner. Weiner ist in Ordnung. Die kommutativen Ratten und der Weiner. Bilder benennen bei der Sokolov jetzt nicht so gut, ne? Kommutativen Ratten, ey. Was heißt das denn? Vertauschbar, toll. Das ist eine Eigenschaft, die ich bei Ratten schon immer mal wissen wollte. Da versprüht doch euer Gift mal woanders hin. Es ist kein Wunder, dass euch niemand mag, so scheiße wie ihr seid. Brief an Heather. Mhm. Wir merken uns einfach mal für irgendwas 428, ich glaube, das wird dann auch angezeigt, wenn man es dann braucht. Bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher. Welcher Entwickler ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass man unbedingt noch speiende Pflanzen in diesem Spiel braucht? Die gesamte Welt will ich schon umbringen, da hat es natürlich nur die Pflanze gebraucht. Nein. Element. Ich kann es nur mal wieder betonen. Und ich meine, ich verstehe die Motivation dahinter. In gewissen Grenzen. Jo, oh, komm. Ist eine Punktlandung. Ach, warum existiert diese Mission eigentlich? Ich würde das gerne mit mehr als zwei Lebenspunkten schaffen. Alter, Vater, ey. Ich hab noch eine Granate, ne? Okay, muss ich wieder abkochen.
man auf die einfachen Lösungen manchmal nicht sofort kommt, ne? Kackviecher, ey. Mache ich immer noch das tuvianische Erzmittel. Mir ist irgendwie spektakulärer vorgestellt. Das muss wieder höher gehen. Ich meine, er setzt natürlich sein dystopisches Szenario schon ganz gut um, ne? Wenn nicht sogar extrem gut. Zumindest zeigt diese Mission mal sehr deutlich die Auswirkungen dieser Scheißseuche. Die ja nur wegen der irgendwelchen politischen Machtspielchen ins Land geholt wurde. Warum komme ich auf diese scheiß Laterne drauf? Komm, Mana, regenerier dich. Ich brauche einmal die Nachtsee. Beutejäger. Junge, eins von 8 Knochenartefakten. Donovans Tagebuch. Glaube ich wiederum so vor. Ach, gut, was zu essen. Noch was zu essen. Noch besser. Was war das für ein Knochenartefakt? Beutejäger. Super. Gesundheitselixier. Die Nachtsee aussuchen. Oh, eine Variante. Toll, jetzt auch noch Blut fliegen. Super.
Was brauche ich alles dringend noch zusätzlich? Wenn man das Essen nicht so sehr bräuchte gerade. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber es hat gerade gut im Nacken geknackt. So, wir schumpern uns mal wieder nach oben. Das ist jetzt gerade natürlich ohne die ganzen Ressourcen ein bisschen langsamer, wenn man immer auf die scheiß Regenerierung warten muss. Regeneration, Entschuldigung. Und natürlich akkurat arbeiten hier. Lebt hier die Hölle. Okay. Würde ich kein Gift drauf nehmen. Der Meister bei der Arbeit. Das war voll vor die Wand geteleportet. Das nenne ich mal Konsequenz, ey. Das ist ja hervorragend. So. Eieieiei. Der Abschnitt ist echt anstrengend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hier sind jetzt aber auch größtenteils immer noch Weiner, ne? Also das sind jetzt noch nicht unsere neuen Elite-Gegners. Ne, das sind alles Weiner.
Was ich jetzt natürlich wieder im Umkehrschluss cool finde, ist, dass man das Ding schon von dem anderen Gebiet aus gesehen hat. Das ist so eine Art, ja, so eine gewisse Persistenz, würde ich mal sagen. Ne? Ach, da sind wir meine Lieblingssparten. Ja, versuchen wir uns da einfach möglichst von fern zu halten, sag ich mal. Ja, brauche ich jetzt eine Rune? Tendenziell ja nicht wirklich, ne? Oh toll, ich könnte hier Suchscheinwerfer haben. Das ist ja fast ein Angebot. Das ist eigentlich einzig halbwegs erquickliche an der ganzen Geschichte, ne? Ist halt, dass es dunkel ist. Ich habe immer in der Ober- und welche Treppe. Ah, das ist gar kein Lichtschalter, das ist ein Treppenbenutzer. Jetzt brauche ich nur noch einen Walölcontainer. Liegt hier zufällig irgendwo eine? Ah, gut. Oh, das ist gut. Elixiere sehe ich jetzt wieder sehr gerne im Moment. Aus ersichtlichen Gründen. Wenn man plötzlich nämlich nicht mehr alle dabei hat, ne, dann sind die wieder sehr viel wert. Im Einzelnen. Von hier nicht irgendwo hoch. Eventuell. Ja, die sind nicht mehr funktionsfähig. Das sieht man einigermaßen. Was sagt denn die Nachtsicht zu dem Thema? Das müsste mir eigentlich ein.
Super. Tolle Pflänzchen sind das. Leeren Tank auswerfen. Dann muss ich ihn auch befüllen können. Wie mache ich denn jetzt da oben hoch? Kann man den einfach da oben hoch werfen? Können wir, aber ist nicht gut. Das ist nur dezent. Lasst euch da nichts einreden. Das muss so klingen. Alte Schnitzeljagd, wa? Wie gesagt, das sind immer so die Szenen, ne? Irgendwann in so einem Spiel werden immer einmal alle Fähigkeiten genommen und dann muss man einmal gucken, wie du damit klarkommst. Bin ich jetzt kein großer Fan von. Muss ich sagen. Hat mir auch damals in Sticks unglaublich das Game kaputt gemacht an einer Stelle. Jetzt muss man auch dazu sagen. Ja, dann kommt er zurück. Schwer zu sagen. Beobachten wir die Straßen. Wir sehen ihn von den Dächern. Gut. Sonst schneiden wir immer mag den Weg ab. Ohne den Schlüssel kommt er nicht durch den Bahnhof. Er ist gerissen. Er wird einen Weg finden. Was ich sagen wollte ist, Styx ist halt auch wesentlich schwieriger gefühlt als Dishonored. Schlichtweg, weil man in Styx keine nicht tödliche Gewalt hat. Das heißt, man muss halt umschleichen, wenn man nicht töten will. Und das ist hart. Deswegen habe ich mich bei Styx dann irgendwann zu einem Playthrough entschieden, der halt aus nicht gesehen werden besteht, aber der töten zulässt. Das ist dann durchaus eine sinnvolle Variante. So, jetzt habe ich die eine Minute erfolgreich zugequatscht. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder mal sehr fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder und dann holen wir uns die Ausrüstung wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.